Hallo meine Lieben, ich möchte heute mit euch diesen Adventskalender basteln. Und zwar besteht er aus so vielen kleinen Schachteln, aus so Rauten, die dann durch die 24 Schachteln so einen kleinen Stern ergeben. Man könnte es natürlich auch so machen, dass man... einfach so kleine Sterne machen würde und die irgendwo hinlegen würde. Also da sind wieder sehr viele Möglichkeiten. Ich wollte das so haben. Den verschenke ich. Den inneren Stern habe ich zusammengeklebt, damit das Ganze noch ein bisschen in sich stabiler ist. Und entgegen dem, was ich euch am Ende des Videos sage, habe ich hier noch Pappe drunter, die ich dann auch mit Designpapier beklebt habe. Da habe ich ganz normalen Karton genommen, so einen Amazon-Karton, einen alten. Und ja, habe den ein bisschen mit Designpapier verkleidet. Und das Ganze ist so einfach stabiler, wenn man es mal, wenn man es eventuell auf dem Tisch liegen hat, dass man es da besser wegnehmen kann. Habe ich alles ein bisschen einheitlich farblich gehalten. Den verschenke ich an jemanden, der, ja, der das nicht so gerne bunt mag. Und deshalb fand ich das ganz gut. Die Zahlen sind so ein bisschen holographisch. Und die 6 und die 24 habe ich mit Glitzerpapier gemacht. Das andere so mit holographischen. Damit sich die beiden so ein bisschen abheben. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Gucken und beim Nachbasteln und würde mich natürlich sehr, sehr, sehr über Kommentare freuen. Und bis dann oder bis gleich. So, was wir jetzt für den Adventskalender brauchen, ist für später so eine Sternform. Dazu erzähle ich aber später nochmal was. Ich wollte eigentlich den Adventskalender an einem großen Bilderrahmen machen, aber der riesengroße Bilderrahmen war immer noch zu klein. Ja, das brauchen wir dann auch später für die Umrandung des Sternes. Was wir jetzt für die Rautenschachteln brauchen, da habe ich mal die drei übrig gelassen. Und das sind diese Schachteln, das ist das Unterteil. Wenn ihr die so wie ich einfarbig machen wollt und in einheitlicher Farbe, braucht ihr davon 24 Stück. Das habe ich in Flüsterweiß gemacht von Stampin' Up, der Karton. Und dann habe ich, weil ich es gerne zweifarbig haben wollte, zwei verschiedene Designpapiere genommen, die aber gut zusammenpassen. Und die braucht ihr jeweils 12-mal. So, dann müsst ihr, ich verlinke euch diesen Template-Marker für die Rauten. Ich habe lange hin und her gebastelt, um die selbst zu erstellen. Bin dann aber auf diese Seite gekommen, wo man sich allerhand Boxen mit eigenen Maßen dann selbst erstellen kann. Und ja, warum so kompliziert, wenn es einfach so einfach ist? Die gibt es dann einmal mit einem Deckel. Ich sage euch noch, welche Größen ich genommen habe für den Template-Marker und verlinke euch den in der Infobox. Wie gesagt, es gibt einmal den Deckel, der ist hier ein bisschen schmaler. Ich wollte den nur 1 cm haben. Und hier habe ich, glaube ich, 2 cm genommen. Ist mir ein bisschen flach geraten, die Schachtel. Ich hätte mal 3 cm nehmen sollen, aber ich weiß auch nicht, was ich da gedacht habe. Also hier die Höhe ist 2 cm. Und die Rauten habe ich in 4 cm gemacht. Das kann man hier nochmal nachmessen, bis ich euch nichts Falsches erzähle. Ja, das habe ich alles in 4 cm gemacht. Und die müssen wir dann zusammensetzen. Ich habe hier schon mal. Also wie gesagt, die Deckel, die habe ich mit Sticky Tape gemacht. Mit etwas stärkeren. Weil die ja doch öfter mal abgenommen werden, wieder draufgesetzt werden. Und die wollte ich einfach ein bisschen fester haben. Die
den Boden praktisch, also die Unterseite der Schachtel, die mache ich dann mit ganz normalem Kleber. So. Das Ganze müsst ihr natürlich gut falzen. Und ich drücke das dann nochmal so rüber und gucke, dass ich wirklich die Ecken da sehr gut einarbeite, damit nachher auch der Deckel sehr gut passt. Beim Deckel habt ihr bei diesem Template-Marker auch die Möglichkeit, euch den so einzustellen, dass er halt gut aufsitzt, ein bisschen lockerer aufsitzt. Ich wollte, dass der meiner ein bisschen lockerer aufsitzt und habe ihn deswegen auch ein bisschen größer gemacht. Also wie gesagt, ihr müsst mal gucken, ob ihr damit gut zurechtkommt. Wenn ihr dann dieses PDF runterladet beim Template-Marker, Maker. Wenn ihr da dieses PDF dann runterlädt, so, das ist schon ein Deckel fertig. Jetzt kommt der zweite. Könnt ihr das entweder ausschneiden und mit der Hand falzen. Oder so wie ich. Ich habe es einfach mit dem Plotter geschnitten. Kann man, wenn man die Design-Edition hat. Man kann auch DXF, JPEG und PDF runterladen. Und dann könnt ihr euch das einfach in den Plotter ziehen. Müsst da nichts mehr machen. Also ich musste nur noch diese Falzlinien, die musste ich nochmal extra bearbeiten. Weil da hat er so ganz komische Falzlinien gemacht. Und wenn ihr das Ganze mit der Hand ausschneidet, also mit der Schere, dauert zwar ein bisschen länger, aber ist trotzdem ein schnell gemachter Adventskalender, wie ich finde. Also ich habe jetzt alles in allen für alle Schachteln, wo ich aber dazu sagen muss, ich habe es ja mit der, so, das habe ich jetzt mit Flüssigkleber gemacht, dann nämlich den Tombow. Und den trage ich dann gleich auf alle Falzflaschen auf. Wo war ich eben stehen geblieben? Achso, wenn ich die... Der Plotter ist natürlich schneller. Und während der läuft, kann man ja immer ein bisschen was anderes machen. Also ausschneiden und selber falzen ist dann schon eine andere Hausnummer. Aber ich habe mit Plotter, glaube ich, für alle 24... Rautenschachteln so ungefähr 2 Stunden gebraucht. So. Jetzt habe ich vorher alles schon schön gefalzt. Und zuletzt immer die Lasche kleben. Dann wird es auch eine richtige Raute. So. Und dann noch die letzten 2 Schachteln, die gefehlt haben. Da klebe ich jetzt auch gleich meine Adventskalenderzahlen drauf. Hier habe ich so ein Stanzset von AliExpress mit Zahlen. Da habe ich vom Action. Das Designpapier ist übrigens auch Action. Dieses Holographic. Goldpapier genommen. Das fand ich ganz gut. Hier habe ich übrigens so kleine Klebeabstandshalter genommen. Hier die ganz flachen. Und für die 7, die soll so ein bisschen da drüber, habe ich die höheren genommen. Dass es dann so ein bisschen so einen Höhenunterschied gibt. Ich fand das ganz gut. So, hier kommt jetzt noch die 11. So, das ist jetzt die 11. Die 17, 16. Hier seht ihr mal den großen Bilderrahmen, den ich nehmen wollte, der nicht funktioniert hat. So, hier dran zeige ich euch jetzt, das sind, so, da habe ich dran geprobt, da zeige ich euch gleich was.
wollte ich ihn nämlich schon mal bereitlegen. Um das jetzt zusammenzukleben, habe ich mir auch gedacht, da mache ich auch diese Klebepads. Die klebe ich aber nicht an den Deckel, sondern an die Unterseite, an die eigentliche Schachtel. Und pass auch hier auf, dass es dann schön zusammenpasst und auch unten an der Schachtel ist. Und dann habe ich hier schon einen besseren Zusammenhalt. Also so klebe ich nachher den ganzen Stern zusammen. So, den Stern habe ich jetzt so gemacht. Da habe ich mir diesen fertigen Stern, den ich ja euch eben auch schon mal gezeigt habe, aufgelegt. Und habe mir danach gezeichnet und geguckt, dass das alles so ein bisschen zusammenpasst. Dafür brauchen wir dann, ich hätte nicht gewusst, wie ich sonst einen Stern machen soll. Das war irgendwie schwierig. Dann habe ich mir hier vier Papierstreifen gemacht, auch in Flüsterweiß. Und die sind 26,5 x 3 cm. An der kurzen Seite habe ich sie gefalzt bei 2 cm, dass ich hier einmal 2 habe und hier einmal 1 cm. Der 1 cm soll dann nachher hochstehen und den Rand von dem Stern ergeben. Und an der langen Seite habe ich dann gefalzt bei 8,5, 17, 25,5. Ja, das war's. 26,5 ist es sehr lang. Dann habe ich die breitere Seite eingeschnitten, also die 2 cm habe ich jeweils an den Falzlinien eingeschnitten. Und das Ganze müssen wir dann hier um diesen Stern drapieren. So, dann können wir das Ganze schon mal kleben. Wie gesagt, die 2 cm kommen nach unten. Die kommen praktisch als Boden unter den Stern. Das hatte ich mir schon markiert. So, das ist jetzt Premiere. Wie gesagt, eigentlich hatte ich ja was ganz anderes vor und ich hoffe, es funktioniert jetzt so, wie ich das will. Diese kleine Falz von 1 cm mache ich immer so, damit ich die verbinden kann. Das heißt, es muss immer, wenn ich es so habe, auf der linken Seite sein. Müsst da natürlich ein bisschen basteln, weil, wie gesagt, eine richtige Vorlage für den Stern hatte ich jetzt nicht. Wir sehen, dass wir eine Verbindung hinkriegen.
So, wenn wir jetzt hier so einen haben, den wir noch nicht eingeschnitten haben, kann ich das gleich mal demonstrieren. Machen wir uns hier Markierungen, wo wir schneiden. Und schneiden das bis zur Falzlinie weg. Machen dann hier die auch gleich mit. Vielleicht habt ihr ja eine bessere Idee für so einen Stern, also für dieses Tablett, was es ja letztendlich werden soll. Hier habe ich jetzt die Höhe von diesem Rand nur 1 cm gemacht, weil ich nicht will, dass die Box komplett da drin verschwindet, weil man muss ja irgendwie noch den Deckel aufkriegen. Das, was ich euch hier erklärt habe mit diesen Abstandshaltern, das habe ich mit den inneren Sternen schon mal gemacht. Jetzt gucke ich einfach mal nur, ob das da alles reinpasst. Ich finde das zweifarbig sehr schön. Es hat dann so einen inneren Stern. So, die Zahlen habe ich alle so drapiert, dass sie mich praktisch alle angucken, dass sie alle in einer Richtung sind. So, bisher sieht das noch ganz gut aus. Ich würde sagen, das passt. So. Ich könnte da drunter vielleicht noch Pappe tun, weil es ist in sich doch noch ganz schön unstabil. Instabil. So. Ich finde das ganz gut. So kriegt man die so an den Zahlen, kann man sie praktisch rausheben. Kriegt sie dann raus. Also ich würde das jetzt nicht so kleben. Ich würde es einfach so machen, dass ich die unten nicht anklebe. Dass man die anderen alle noch rausheben kann. Also ich würde das Ganze jetzt vielleicht noch maximal ein bisschen vielleicht mit noch Glitzer dekorieren. Aber ansonsten war es das so. Vielleicht innen drin noch eine Verstärkung legen. Damit das Ganze ein bisschen stabiler wird. In so einem Amazon-Karton oder so. Ihr seht, der Rand ist in etwa so hoch. Also der Deckel berührt den Rand nicht. Deswegen diese 1 cm. Und das wäre jetzt mein erster Adventskalender in diesem Jahr, den ich verschicken werde. Vorher fülle ich ihn natürlich und ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ist auch durch das Gold. Man könnte natürlich es auch so machen, dass man den hängen kann. Wenn man jetzt noch diese Verstärkung mit dem Karton machen würde, dann könnte man den auch locker hängen. Also, dann würde ich die Boxen auch ankleben und dann könnte man den schön an die Wand hängen. Wie gesagt, es wäre toll gewesen, wenn dieser Bilderrahmen, den habe ich mal bei Ikea geholt für 3,99, nicht Ikea, Kick für 3,99. Der ist schon echt riesig, aber es hat leider immer noch nicht gepasst. Die Innenmaße wären 26,5 und ich brauche für den Stern 29,5.
Das ist echt ein bisschen schade. Aber ich finde das auch schön. So, dann hoffe ich, ich habe nichts vergessen, weil ich schon wieder so viel vorbereitet habe. Und würde mich sehr über Feedback freuen. Guckt unbedingt in die Infoliste, Box. Da steht dann alles drin, wo ihr auch diesen Template-Marker für diese Boxen findet. Die sind relativ schnell gemacht. Wenn ihr einen Plotter habt, kann ich nur empfehlen, schneidet es mit einem Plotter, dann geht es noch schneller. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!